Hallo, ich bin Vite. Und wir gehen gleich zusammen zur Hauptjury-Sitzung des Eine Welt-Songs. Kommt mit! Heute ist die Hauptjury des Song Contests. Es haben ja in der letzten Zeit 1380 Kinder und Jugendliche sich am Song Contest beteiligt. Das ist wirklich eine große Anzahl, 159 Beiträge. Und wir sind hier, um heute den Eine Welt-Song zu küren. Unsere Jury ist ganz bunt zusammengesetzt und soll die Vielfalt auch Deutschlands natürlich zeigen. Wir haben hier Leute, Musikproduzenten, wir haben Musiker selbst, wir haben Bundestagsabgeordnete, wir haben Leute aus der EZ-Branche, wir haben alles, was wirklich Deutschland hergibt, um so eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ja, 25 Songs sind nicht ohne. Ja, wir haben ja jetzt schon so bestimmt, also einige Songs gab, wo es uns schwer gefallen ist, uns zu entscheiden. Weil jeder entscheidet nach unterschiedlichen Kriterien. Ja. Und es ist wirklich nicht so einfach. Mhm. Ne? Bei dem Song für eine Welt ist natürlich ein Kriterium ganz wichtig. Der muss natürlich verschiedene Bereiche dieser Welt widerspiegeln und möglichst dann auch eine Botschaft haben, die diese Welt zusammenführt. Für alle bin ich gerne Rampensau. Es war wirklich extrem aufregend und auch sehr, sehr schwierig, den Afrika-Song festzulegen. Und die Jury hat ja nun eine Entscheidung gefällt und es ist ein Song aus Burkina Faso. Das ist Ezekiel heißt er und er nennt sich selbst die Rampensau, was wir ziemlich lustig finden. Es ist ein interessanter Song mit vielen afrikanischen Rhythmen. Also ich glaube, er muss einfach gefallen und wir freuen uns. Da ist so viel spannende Musik und gute Musik dabei. Das wird eine schwere Entscheidung. Sind wir der Tropfen auf dem heißen Stein oder der das Fass zum Überlaufen bringt? Sind wir selbst das, was uns in die Knie zwingt? Wir sind bloß Gäste auf dieser Welt. Es geht ja immer um zwei Dinge. Es geht einmal um die literarische Qualität und um die musikalische. Und hier waren doch in diesem Song, der jetzt prämiert wurde, waren sehr schöne Bilder drin, fand ich. Und ich fand ihn auch vor allen Dingen am Anfang, in der ersten Hälfte, musikalisch sehr überzeugend. Macht eure Augen auf, wir sind alle Kinder dieser Welt. Macht eure Augen auf, der Song von André Fischer, der hat gewonnen. Super Song. Ich glaube, dass es einer ist, der absolut Chartpotenzial hat und die Message des Bundespräsidenten und natürlich auch die Message von uns am besten transportieren kann. Ja. Und deswegen freut euch drauf, das komplette Stück fertig produziert zu hören. Ja. Und danke, dass wir hier sein durften. Und Glückwunsch an André Fischer, wirklich sehr, sehr guter Song. Applaus von uns. Ganz tolle Wahl, wirklich. Sehr schöne Stimme und vor allem die Art und Weise, wie er den Song strukturiert hat, der fängt unten an und er öffnet später. Gut gemacht. Ich glaube, das ist ein guter Wahl. Also wir haben jetzt vor, alle 25 Songs zu produzieren, nicht nur den Gewinnersong. Wir sind auch schon gerade dabei. Der Gewinnersong sowie auch der Afrika-Song bekommen natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit. Wir werden ihn als Hymne beispielsweise einsetzen, auf Konzerten. Wir sind auch gerade dabei, noch andere Formate zu finden, sozusagen, wie wir ihn noch weiter promoten können. Es wird Konzerte geben, also ziemlich viel, was da auf die jungen Menschen zukommt. Macht eure Augen auf!